Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession. Es ist auch eine präzise Berechnung, aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Roselina, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop bedeutet, wie die Sternenhimmel über dir war in diesem Augenblick, wann du geboren bist, wo du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, die sind die Lebensbereiche, was für dich persönlich in deinem Lebensweg wichtig ist. Das ist deine Arbeit, deine Pflichten, deine Gesundheit, dann auch die Transformation, Reisen, Ausland, Studium, Spiritualität, deine Berufung, die Öffentlichkeit, deine Wünsche, Träume, Leben und Freundschaften. Also das heißt, dieses Bild bleibt so stehen. Was aber sich ändert, das bist du und du machst Lebensschritte. Und bewegst du dich durch den ganzen Horoskop in 7 Jahren Perioden. Hier startest du, das ist dein Geburtsmoment, und jetzt bewegst du dich im Tierkreiszeichen Löwe, das heißt, das ist das wichtigste Thema zurzeit, deine Selbstfindung, im Mittelpunkt zu sein, wahrgenommen zu werden. Das hat mit dem Lebensbereich weniger was zu tun, mehr die Tierkreiszeichen, was hier was ausdrückt. In dein 21. Lebensjahr beginnt die Jungfrauzeit und dann hast du 7 Jahre lang dieses Thema Jungfrau. Und das wird die Hauptthema sein, Ordnung zu haben in dein Leben oder alles ordnen in dein Leben, vieles bereinigen oder Thema Gesundheit. Diese Jungfrau-Themen werden dann wichtig sein. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Wobei bei Sonne ist die Bewegung gar nicht die Sonne, sondern unserem Planet Erde. Und für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Aber Planeten bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen und Wandel oder Wandelsternen. Und diese Bewegung aktiviert immer etwas im Horoskop. Ich beginne mit Pluto, das ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Und ich starte mit März 2019. März 2019 ist Pluto im Schütze. Aktiviert bei dir Thema Liebe, Partnerschaft. Pluto zeigt dir, wie wichtig das ist, von vieles loslassen, verabschieden, und in erster Linie handelt sich hier um Angst. Angst überwinden und dich einlassen auf diese Partnerschaft. Pluto bleibt ganzes Jahr im Schütze, Pluto bleibt noch nächstes Jahr auch noch im Schütze.
Also stehst du hier in Pluto-Einfluss. Pluto hat mit Intimität auch was zu tun. Das sind auch Lebenserfahrungen. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun zeigt deine Kreativität, deine Träume und aktiviert hier den neunten Lebensbereich, und das ist die Reisen. Ausland, Auslandskontakte oder Studium oder Spiritualität. Und Neptun lässt dich inspirieren oder lebst deine Träume. Vorausgesetzt ist, dass du in diesem Traum glaubst. Wenn du das vorstellen kannst, dann lebst auch deine Träume. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen. Uranus ist im Widder und das erlebst du entweder in deiner Vorstellung, in deinen Wünschen, dass da ändert sich etwas, oder im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Uranus kann auch Nervosität auslösen, weil Uranus herrscht astromedizinisch über die Nervensystem. Saturn befindet sich in Schütze und hier hast du einen wichtigen Lernaufgabe und das erlebst du im Bereich Liebe-Partnerschaft. Ich beschreibe Saturn astromedizinisch, damit du verstehst, was Saturn bei dir in die Liebe-Partnerschaft auslösen kann. Saturn herrscht astromedizinisch über die Knochen, über unserem Skelett. Und das gibt uns Halt. Saturn herrscht astromedizinisch über die Haut. Und Haut schützt uns von äußeren Einflüssen. Haut bringt unseren Körper in Form. Und genau das ist die Bedeutung Saturn, etwas in Form zu bringen, eine Gestalt und auch Halt geben im Leben. Saturn ist der Planet der Schicksal und Karma, also kann auch karmische Begegnungen auslösen und korrigiert unserem Schicksal, wenn wir Umwege machen, dann Saturn greift ein, dass wir in diesem goldenen Weg auch gehen. Und Saturn belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister. Und das, was bei dir auslöst zurzeit im Bereich Liebe-Partnerschaft. Jupiter vergrößert etwas, bringt auch Glück. Und das erlebst du hier in Arbeit, Gesundheit oder in beruflichen Situation, beruflichen Umfeld. Oder du orientierst dich beruflich und Chancenmöglichkeiten hast du. Und das ist dieses Glück, was hier Jupiter dir zeigt. Mars bedeutet deine Kraft, wie du dich einsetzt im Leben, kann auch eine männliche Person bedeuten, dass du da eine Begegnung hast. Und das erlebst du hier im Widder im 11. Lebensbereich. Entweder setzt dich durch, oder hast du eine Begegnung mit einer männlichen Person? Venus wirkt auf die Liebe. Venus und auch Ketu ist im Tierkreiszeichen Steinbock, genau wie in deinem Geburtshoroskop auch. Du hast hier Ketu und Venus und zurzeit Venus, Ketu wieder hier. Also das ist eine wiederkehrende Energie. Und das wirkt auf dein Liebesleben und kommen alten Erinnerungen bei dieser Ketu-Energie. Das ist die Drachen,
Körper, die Vergangenheit zeigt das. Merkur ist der Planet der Handlungen, ist der Planet für Kaufleute auch, sorgt für Verträge und Termine, Geschäfte zu machen. Aber Merkur ist auch das Lernen und das Wissen vermitteln, Wissen aneignen und auch Kommunikation. Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen und hier wirkt auf deine Berufung, dass in dieser Richtung Kontakte hast, Gespräche führst, Nachricht bekommst. Hier eine Spitze des Horoskopes kann auch auslösen, dass du Lob, Anerkennung, Respekt bekommst und es wird in Worte gefasst. Sonne ist im Wassermann. Und das ist die Monatsthema Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität, Bildung, eine höhere Schulung. Eine Rückläufigkeit bedeutet, wenn ein Planet rückläufig ist, dass hier wird etwas gebremst. Oder wir sollen etwas bremsen und noch etwas überprüfen. Diese Rückläufigkeit löst auch aus Themen von Vergangenheit, kommen die Erinnerungen oder wird das nochmal besprochen, bedeutet auch Kontakte, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig, hier Merkur wird rückläufig. Jetzt die Mondposition. Wenn ich jetzt erzählen würde, wie täglich die Mond bewegt, dann würde diese Aufnahme ziemlich lang sein. Aber das kannst du im Tageshoroskopen anschauen. Aber ich erkläre die Mondposition Neumond, Vollmond, Halbmond und auch, was das bedeutet. 6. März ist Neumond in Tierkreiszeichen Wassermann, hier. Bis diese Aufnahme veröffentlicht wird, vermute ich, dass das auch vorbei ist, aber trotzdem erkläre ich, was das auslöst. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, nach innen schauen, die Klarheit in unserem Inneren bekommen oder schlicht einfach uns ausruhen, dass wir in Kraft bleiben. 14. März ist Halbmond im Stier. Das ist hier. Halbmond löst Unsicherheit aus, Nervosität und Spannung. Und wenn du das verspürst, dann ist gut ein gewisser Rückzug. Die 12. Haus ist auch Rückzug. Rückzug, dass du wieder zur Ruhe kommst, damit du in Kraft bleiben kannst. Vollmond bedeutet, dass etwas wird beleuchtet. Und da haben wir dann die Klarheit oder wir werden die Wahrheit sehen. Wir öffnen die Augen an etwas. 21. März ist Vollmond im Löwe. Und das sind Kontakte im Internet oder Medien, Kontakte zum Verwandten. Natürlich in diesem Vollmond heißt es, dass das wichtig ist, etwas klar und deutlich erkennen und sehen. 28. März ist Halbmond in Skorpion. Das ist hier in diesem Bereich wieder eine gewisse Unsicherheit, Nervosität. April. Rahu und Ketu ändert die Position. Ketu verlässt die Tierkreiszeichen Steinbock
und übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Ketu ist der Körper, der Drache, und zeigt alten karmischen Themen, Erinnerungen. Der Drachenkopf, was zeigt, was fehlt und aktiviert eine Zeit. Dieser Drachenkopf Rahu befindet sich ab April in Zwillinge. Rahu und Ketu bleiben ganzes Jahr, Ketu im Schütze, Rahu hier im Zwillinge und sogar nächstes Jahr auch noch. Das bedeutet für dich, du hast dieses Jahr und nächstes Jahr karmischen Themen bezüglich auf die Liebe, Partnerschaft, da kommen Begegnungen, Erinnerungen, auch das Lernen loslassen, zum Beispiel wie Angst loslassen. Und hier ist die Drachenkopf, ist wichtig in diese Richtung orientieren, weil genau das, was dir dann fehlt, was dich weiterbringt und befreit, deine Persönlichkeit nicht aufgeben. Das heißt nicht, dass du alleine sein sollst oder dass das zu einer Trennung kommen sollst, sondern du sollst deine Persönlichkeit nicht aufgeben für die liebe Partnerschaft, sondern deine Persönlichkeit leben und dann die Partnerschaft. Das im Einklang bringen. Weder die eine noch die andere, sondern das trifft hier in die Mitte, wo dein Selbst ist, dein Zentrum. Mars befindet sich im Stier. In diesem Bereich sind Geheimnisse. Das kann natürlich eine Begegnung sein mit einer männlichen Person, und das ist sehr geheimnisvoll. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person seine Geheimnisse anvertraut. Aber Mars bedeutet auch die Kraft, und das löst sowas auch aus, dass du müde oder erschöpft bist und für dich wichtig ein gewisser Rückzug, Erholung, damit du wieder in Kraft bleiben kannst. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Das wird die Monatsthema sein, die Berufung, Ansehen, Anerkennung, Respekt zu bekommen. Merkur ist rückläufig in Tierkreiszeichen Wassermann. Das kann bedeuten, dass du Kontakte, wiederkehrende Kontakte hast von Ausland. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Hier aktiviert etwas in die Liebe, Partnerschaft und bringt dir auch Chancen, Möglichkeiten, Glück, glückliche Momente. Und Venus ist im Wassermann. Es ist entweder die Liebe im Ausland oder Kreativität, Kontakte mit Ausland kann auch auslösen, dass du mit einer weiblichen Person hier Kontakt hast. 11. April wird Jupiter rückläufig hier in diesem 7. Lebensbereich, wo um die liebe Partnerschaft geht, entweder bremst das bisschen, kann auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück. 25. April wird Pluto rückläufig. Pluto auch hier im 7. Lebensbereich. Auch wieder Vergangenheit, hast du karmische Themen. Und 30. April wird Saturn rückläufig. Saturn ist auch hier diese Rückläufigkeit. Entweder bremst es alles in die liebe Partnerschaft, dass du nachdenklich bist, was sollst du loslassen, was ist deine Lernaufgabe und immer mehr zu deiner Persönlichkeit stehen. Natürlich
wird dieser Prozess auch da sein, aber auch, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit. 5. April ist Neumond in Fischen. Hier Rückzug, Nachdenklichkeit, nach innen schauen, wo liegt deine wahre Berufung oder wer gibt dir Respekt, Anerkennung, Ansehen brauchst du. Aber nachdenklich, wie erreichst du das oder wie erreichst du deine Ziele? Hier sind auch unsere Ziele. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. Das ist eine gewisse Unsicherheit, Nervosität. 19. April ist Vollmond im Waage. Hier ist wichtig, deine Kindheit nachzudenken, die schönen Momente wieder, diese Erinnerungen, aber auch die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Und 26. April ist Halbmond im Steinbock, hier in diesem Bereich, wo nicht nur die Transformation ist, sondern auch ämtlichen Themen oder Terminen mit Ämtern gehört auch in diesem Bereich. Das kann auch etwas sein, wo vielleicht nicht unbedingt der richtige Tag ist, Termin ausmachen. Mai 2019. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Mars bleibt im Stier. Sonne ist im Widder. Das ist die Monatsthema. Deine Wünsche, deine Hoffnungen, aber auch Freundschaften. Merkur und Venus ist im Fischen. Das sind Gespräche über deine Kreativität oder Gespräche mit einer Frau. Da bekommst du Anerkennung oder geht es die ganze Gespräche, Handlungen, Terminen um Richtung deiner Berufung. 4. Mai ist Neumond im Widder. Dann sollst du zurückziehen von deinem Freundeskreis oder Bekannten, nachdenklich sein, ein bisschen einordnen, mal die Frage stellen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Dieser Halbmond löst Unsicherheiten aus und hier handelt es sich um deinen Werten, wo du dann etwas nicht zutraust, aber auch Finanzen liegt hier und das würde bedeuten, in dem Tag vielleicht nichts investieren oder kaufen, weil das bereut man, auch nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 18. Mai ist Vollmond im Waage, wieder diese Klarheit, die Rückblick in deine Kindheit und die Kreativität, diese schöpferische Kraft spüren. Und natürlich bedeutet auch Lebensfreude und mit diesem Vollmond heißt auch, du bist dann auch wahrgenommen, bekommst Komplimente, das ist ein bisschen so spielerisch. Flirt gehört natürlich auch hier in diesem Bereich. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder die ämtlichen Themen achten oder dieser Halbmond auch die Unsicherheit, was soll ich loslassen, von was soll ich trennen überhaupt. Juni 2019, Juni passiert etwas ganz, ganz Wichtiges und wir achten hier jetzt auf die Schütze und das hast du im Bereich Liebe-Partnerschaft. Hier im Schütze ist Saturn rückläufig. Erstens ist Saturn der Planet der Karma. Die Rückläufigkeit aktiviert Vergangenheit, alten karmischen Themen. Pluto ist auch rückläufig, aktiviert auch Vergangenheit, auch karmischen Themen.
Ketu, dieser Drachenkörper, Ketu zeigt auch die alten Karma, auch im Schütze. Juni bilden sich diese drei, Saturn, Pluto, Ketu, eine sogenannte Konjunktion. Und das bedeutet, sie treffen sich und wirken gemeinsam. Das sind ganz starke Energie im Schütze und das sind karmische Themen. Und bei dir löst etwas aus im Bereich Partnerschaft. Natürlich kann auch Ehe bedeuten. Sonne und Merkur ist im Stier. Und das muss ich auch erklären. Bei Merkur Energie handelt um Gesprächen, Botschaften, Nachrichten, Gesprächen. Die Sonne bringt die Wahrheit, die Klarheit. Aber hier im Verborgenen. Es kann auslösen, zum Beispiel, dass jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse und du erfährst etwas. Kann auch bedeuten, dass du hast deine Geheimnisse, du sollst aber schweigen, weil mit diesem Sonnenenergie hier besteht die Gefahr, dass das ins Licht gebracht wird, bleibt kein Geheimnis, sondern wird weitererzählt. Weil hier auch um geheimen Feinden sind im 12. Lebensbereich, kann auch bedeuten, dass jemand spricht hinter deinem Rücken, das ist geheimen, hinter geschlossenen Türen, also hinter deinen Rücken, und du wirst die Wahrheit erfahren. Mars ist in Zwillingen. Das löst aus, entweder, dass du dich behauptest und durchsetzt. Das löst auch, zum Beispiel auch, dass du ein Auto kaufst. Mars ist Bewegung, hat mit Autos auch etwas zu tun, Pferden, Autos, Bewegung oder Sport. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, sogar auf dein Aussehen, weil für diesen Mann verschönerst du dich. Also solche Themen löst auch, entweder behauptest dich oder setzt etwas in Bewegung, oder machst Führerschein, kaufst Auto, oder machst du Sport, oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf dich. Und Venus ist in Tierkreiszeichen Widder. Und das kann auch eine Freundin sein. 22. Juni ist Neptun rückläufig, hier Neptun rückläufig. Das kann bedeuten, dass du deine Träume lebst und vieles kommt, die als Erinnerung, auch karmischen Erinnerungen. Kann auch bedeuten, dass du deinen Traum leben möchtest und ab diesem Zeitpunkt hast du das Gefühl, das bewegt sich nichts. Das werft alles zurück. 3. Juni ist Neumond im Stier. Das ist gut, wenn du in diesem Tag zurückziehst, die Ruhe bewahrst. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Eine gewisse Spannung bei Verwandten oder bei Kommunikation, zum Beispiel über Internet oder Schulungen, löst auch sowas aus. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Hier mehr Klarheit über deine Gesundheit oder Lebenskraft, Vitalität löst aus oder die Arbeit. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Du hast das Gefühl, du bist übersehen, bekommst zu wenig Anerkennung.
oder in Arbeit gibt eine gewisse Spannung. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Deine Persönlichkeit, auch deine weibliche Energie, das wird wahrgenommen, das bringst ins Licht, das genießt du auch, ist auch sehr wichtig, dann deine Persönlichkeit leben. Und Mars und Merkur ist im Krebs. Wenn das um einen männlichen Person handelt und um Gespräche handelt, dann achte darauf, hier im zweiten Lebensbereich, dass du Wertschätzung und Respekt bekommst. Kann auslösen, dass dieser Mann hat dich verletzt und Krebs neigt dazu, zurückzuziehen. Du sollst dich aber als Frau ins Licht bringen, Venus, Sonne ins Licht, und nicht davonlaufen, nicht zurückziehen, sondern hier Respekt verlangen. Kann auch bedeuten, diese Mars-Merkur-Energie hier im zweiten Lebensbereich, dass du Geld ausgibst für Sport oder Auto, dass du hier einen Vertrag unterschreibst. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Sollst du zurückziehen, auf deine Persönlichkeit achten. Hier ist nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch das Aussehen. Bei diesem Tag kannst du nachdenklich sein, aber was könntest du vielleicht verändern in dein Aussehen, neue Haarschnitt oder andere Kleider tragen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, eine gewisse Spannung zu Hause. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze, hier im partnerschaftlichen Bereich. Mondfinsternis hat immer mit karmischen Themen was zu tun. Mondfinsternis befindet sich immer im karmischen Knoten. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. Hier wieder das Gefühl, du bist übersehen, bekommst du wenig Anerkennung. August. Merkur ist in Zwillingen. Hast du viele persönliche Gespräche, Nachrichten? Sonne, Venus und Mars ist im Krebs. Wichtiges Thema ist hier die Wertschätzung, dass du Wertschätzung und Respekt verlangst, aber auch anderen das entgegenbringst. Mars und Venus hat mit Liebe etwas zu tun, das sind die beiden Liebesplaneten. Und hier lernst du zu deinen Werten stehen. 12. August ist Jupiter direktläufig. Hier ändert sich die Richtung, geht alles voran, hast du wieder Lebenskraft, Lebensenergie, beruflich geht alles voran. 12. August wird Uranus rückläufig, hier in diesem Bereich, wo um die Freundschaften geht. Das kann auch dann auslösen, dass alte Bekanntschaften wieder Kontakte hast. 1. August ist Neumond im Krebs, eine gewisse Nachdenklichkeit um deinen eigenen Werten, aber Nachdenklichkeit auch um die Finanzen. 7. August ist Halbmond im Waage, hier diese Lebens,
nicht Lebenskraft, sondern Lebensfreude, fehlt ein bisschen diese Lebensfreude, löst Unsicherheit aus, fehlt diese Spielerische. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Hier klärt sich etwas auf mit Ämtern oder ist dir klar, dann was sollst du loslassen, welche Transformation gerade dich befindest. 23. August ist Halbmond im Widder. Hier eine gewisse Spannung mit Freunden. 30. August ist Neumond im Löwe. Hier ist Neumond und wird von Regulus bestrahlt. Neumond bedeutet Rückzug, Meditation. Regulus bestrahlt diese Neumond und Regulus ist eine von den königlichen Sternen, ist auch die Sterne Könige und Herrscher. Und Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Das ist das Herz der Löwe. Und hier ist es wichtig, dieser Rückzug, Nachdenklichkeit. Was ist in deinen Herzen? Das Herz ist wie eine Schatztruhe und das sollen wir öffnen. Was ist alles da drin? Alles, was du liebst, Hobby, Berufung, Natur oder die Kinder oder die Familie oder die Finanzen, das Geld, dürfen wir auch erlauben, das Geld auch mal lieben. Oder gibt es auch anderen Bereichen, was wir lieben, wie zum Beispiel Kunst, Kreativität, Sport, aber auch die Liebe, Partnerschaft. All das, was du liebst, ist dein Herzensangelegenheit. Und wenn du dein Leben beherrschen möchtest, dann lebe danach. Öffne dein Herz. September. Sonne, Mars, Merkur, Venus, alles ist im Löwe. Das löst bei dir aus entweder Schulungen oder eine kleine Reise, kleinere Veränderungen oder Kontakte zum Verwandten. 19. September wird Saturn direktläufig. Hier im 7. Lebensbereich aktiviert bei dir die Partnerschaft, ändert sich die Richtung. Es ist nicht nur die Richtung ändert sich, sondern endlich geht alles voran. Bis jetzt war rückläufig, das hat alles gebremst, da musste man nachdenklich sein, kamen Erinnerungen, karmischen Themen, Vergangenheit. Und dann ab 19. September ändert sich die Richtung, geht alles voran und du erlebst das in die Liebe, Partnerschaft. 6. September ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Spannung in Arbeit oder Unsicherheit, also in Gesundheit, achte auf dem inneren Gleichgewicht. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Die Spiritualität oder Reisen Ausland, das wird beleuchten, dass du das klar und deutlich erkennen kannst, wohin geht die Reise. 22. September ist Halbmond im Stier. Hier bei Rückzug, wenn alles so hektisch sind und andere sind so nervös, dann ist wichtig, Rückzug, die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt die Kraft. 28. September ist Neumond im Löwe und hier aktiviert diesen Bereich wieder diese Nachdenklichkeit. Was kannst du hier verbessern? Welche Schulungen sollst du machen? Welche Kontakte sind wichtig? Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Mars und Venus ist die Liebe. Mars ist der Mann, Venus ist die Frau.
Und hier die Sonne kommt dazu als Monatsthema. Du brauchst in die Partnerschaft die Basis, die Fundament, aber ändert sich auch etwas in Wohnsituation. Und Merkur ist im Waage. Und das kann Gesprächen sein mit Kindern oder Gesprächen über eine Schwangerschaft, kann auch auslösen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, eine gewisse Spannung in die Partnerschaft. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, Klarheit, wo bekommst du Respekt, Anerkennung, was sind deine Ziele, wo liegt deine Berufung, all diese Themen aktiviert. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, das trifft dich persönlich, das löst gewisse Unsicherheit aus. 28. Oktober ist Neumond in Jungfrau. Das ist wichtig, der Rückzug, die Nachdenklichkeit. Entweder brauchst du Ruhe und bleibst zu Hause. Es muss nicht immer schicksalhafte Ereignisse sein, aber kann auch bedeuten Nachdenklichkeit um die Wohnsituation. November. Sonne ist im Waage. Wichtiges Thema ist Kindheit, Kinder oder die Kreativität, diese schöpferische Kraft. Merkur und Venus ist im Skorpion. Und Mars ist im Jungfrau. Das kann bedeuten, dass Reparatur ist im Haus und kommt ein Handwerker zum Beispiel. Oder ihr bekommt einen Besuch von einer männlichen Person. Kann auch auslösen, dass du müde, erschöpft bist und lieber zu Hause die Zeit genießt, damit du wieder Kraft hast. Und hier Jupiter, Merkur, Venus aktiviert etwas. Entweder sind das die Berufung, da Terminen, wobei Berufung hier oben ist, aber hier orientiert man sich beruflich, oder die Gesundheit kümmern. All diese Themen wird hier aktiviert. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Das bremst die Gespräche oder verspätet sich alles, die Nachricht kommt zu spät, Termine werden verschoben oder jemand meldet sich von Vergangenheit. Ab 21. November wird Merkur dann direkt läufig. Dann kommt alles in Bewegung. 28. November wird Neptun auch direkt läufig, ändert sich die Richtung, löst auch etwas in deinen Träumen, Visionen, in deiner Kreativität aus und dann kommen auch die Bestätigungen. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Das kann Spannung sein im Ämtern oder es ist schwierig, etwas loslassen. 12. November ist Vollmond im Widder, Klarheit bekommen über deine Träume, Hoffnungen, aber auch Klarheit bekommen über die Freunde, ob die ehrlich sind oder nicht. 19. November ist Halbmond im Krebs, entweder ist es schwierig, diese Wertschätzung verlangen oder fühlst du dich verletzt und ziehst du dich zurück. Aber kann auch finanziellen Themen sein und da nichts kaufen, nichts investieren. 26. November ist Neumond im Waage und das ist wirklich diese Nachdenklichkeit, wo setze ich meine schöpferische Kraft ein, wo habe ich Lebensfreude, wie gestalte ich mein Leben oder Nachdenklichkeit über Schwangerschaft, über Kinder.
Dezember 2019. Sonne ist im Skorpion. Das wird ein wichtiges Monatsthema sein. Arbeit, Gesundheit. Venus ist im Schützen. Hier ist die Liebesenergie im passenden Lebensbereich, Liebe, Partnerschaft. Und Mars und Merkur ist im Waage. Das sind Gespräche mit Kindern, Jugendlichen oder Gespräche über eine Schwangerschaft mit einem Mann. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Hier eine gewisse Spannung im Studium oder auf Reisen. Das war 4. Dezember, genau. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Da beleuchtet etwas, schaust in die Tiefen, öffnest die Augen an die tiefen Geheimnisse des Lebens. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Hier gewisse Spannung bei Kommunikation über Medien oder bei Verwandten. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Ein gewisser Rückzug mit deinem Partner oder Nachdenklichkeit über Ehe, Partnerschaft. Januar 2020. Uranus ist rückläufig und bleibt im Widder. Mars übergeht im Skorpion. Aktiviert Thema Arbeit, aber bedeutet auch Gesundheit. Bei Mars Energie kann Sport bedeutet Sport, Bewegung. Sonne, Merkur, Jupiter ist im Schütze. Jupiter bringt Glück in die Liebe, Partnerschaft. Monatsthema zeigt die Sonne auch Partnerschaft und Merkur die Gespräche, aber Merkur symbolisiert auch die Kinder und Venus ist im Steinbock, eine wiederkehrende Venus. Februar 2020. Mars bleibt im Skorpion, Sonne übergeht im Steinbock. Also Monatsthema ist hier die Transformation und die ämtlichen Themen in Ordnung bringen. Und Venus, Merkur ist im Wassermann. Das sind Gespräche im Ausland mit einer weiblichen Person oder dich begeistert. Fremdsprache kann auch bedeuten, dass du eine innere Reise machst und entdeckst deine Jugend, deine Weiblichkeit, kann auch sowas auslösen. Liebe Rosalina, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.